jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Holle, Lukas, Luna, kommt ihr, wir gehen jetzt Ella und Marlene von der Schule abholen. Ja, Mama, wir kommen. Alles zusammenpacken, Schule ist aus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Marlene, wartet deine Mama unten? Ja, Mama wartet unten. Dort kommt auch Ella hin. Okay, Marlene, dann lass uns mal runtergehen. Hallo Mama, Luna, Holle und Lukas. Hallo Marlene und Mina. Hat alles geklappt? Ja, alles hat geklappt. Die Aufgaben haben wir gut geschafft. Das ist schön. Am Montag hole ich Marlene früher ab, weil wir einen Termin beim Kinderarzt haben. Okay, dann weiß ich Bescheid. Marlene, dir ein schönes Wochenende. Danke, dir auch, Mina. Bis Montag. Hallo Mama, da bin ich. Hallo Ella, super mein Schatz, dann können wir nach Hause. Kinder, kommt ihr? Ja, wir kommen! Luna, Ella und ich müssen jetzt den Tisch decken. Essen ist fertig, bitte Hände waschen gehen. Wenn wir uns vor dem Essen die Hände waschen, gehe ich mit den Zwillingen und Bob oben im Badezimmer die Hände waschen. Luna, Marlene und Ella waschen sich die Hände unten in der Küche, dann geht es schneller. Jetzt essen wir zum Mittag. Vor dem Essen nehmen wir uns an die Hände und sprechen unser Tischgebet. Fröhlich sei das Mittagessen, guten Appetit! Gleich kommt der Postbote, ihr müsst wissen, wenn der kommt, rennen hier alle los, als ob sonst was los wäre. Jetzt noch die Post bei den Schmuckkörbchens einwerfen. Luna und Marlene, der Postbote ist da! Wir kommen los! Mädels, nicht so schnell, der Stefan bekommt ja noch einen Herzinfarkt. Hallo Stefan. Hallo ihr drei, hier ist eure Post. Schönen Tag noch. Danke Stefan, für die Post, dir auch noch einen schönen Tag. Eine Rechnung für Mama und eine für Papa. Eine Postkarte von Andreas für Lukas. Werbung und Hurra, ein Brief von Tante Sophia. Marlene, gib mir mal den Brief von Tante Sophia. Ich lese ihn vor. Liebe Paula, Ella, Luna, Marlene, Holle und lieber Jens, Lukas und Bob, wir kommen morgen um 15 Uhr zum Kaffee vorbei. Viele Grüße, Janis, Sophia, Luan und Tavi. Wie schön, ich freue mich. Ich schaue mir jetzt mal meine Rechnung an. Oh, die ist von Holles OP. Lukas, mein Schatz, kommst du mal bitte? Ja, Mami, ich komme. Was ist los, Mami? Hier, mein Spatz, du hast Post von Andreas bekommen. Cool, Mama, kannst du mir den Brief von Andreas vorlesen? Ich kann das ja nicht. Klar, Lukas.
Lieber Lukas, wie geht es dir? Mir geht es super. Meine Mama bekommt ein Baby. Es werden Zwillinge, wie Holle und du. Viele Grüße sendet dir dein Andreas. Wie schön, kann ich Andreas einen Brief zurückschreiben? Klar, mein Spatz, hier ist ein Blatt Papier und ein Stift. Was soll ich schreiben? Lieber Andreas, danke für deinen Brief. Mir geht es gut. Und dir? Das mit deiner Mama ist ja super. Wisst ihr schon, wie das Baby heißen soll? Viele Grüße auch an deine Familie, dein Lukas. Fertig, Lukas. Jetzt tun wir den Brief in einen Umschlag. So, Lukas, du kannst jetzt in die Ecke eine Briefmarke kleben. Okay, Mama, mache ich fertig. Adresse und Absender sind drauf. Fertig! Lukas, du kannst den Brief in den Briefkasten an der Ecke draußen einwerfen. Okay, Mama, ich bin gleich wieder da. So, Brief, rein mit dir. Und komm schön bei Andreas an. Mama, ich bin wieder hier. Super, mein Schatz. Hallo, ich bin wieder da. Hallo, mein Schatz, die Kinder warten schon. Komm, wir schauen Doc Martin weiter. Yo, ich komme, Schatz. Jetzt schauen wir die Serie Doc Martin, die in Cornwall spielt. Die Fotos, die gerade gezeigt wurden, habe ich für euch im Urlaub gemacht. Bob, Mama ist ja da. Ich bin wach. Bob, der Wecker war erfolgreich. Ich gehe jetzt runter. Guten Morgen, Schwester. Ich bin auch wach. Guten Morgen, Lukas. Bist du auch wach? Ja, Schwester, das bin ich. Ich decke jetzt den Tisch. Ach, guten Morgen. Marlene, Luna, Holle und Lukas, hat Bob euch geweckt? Ja, Mama, das hat er. Ella hat das Geschrei von Bob gar nicht gestört. Ja, Marlene, da hast du recht. Ella ist ein Langschläfer. Morgens bekommt sie niemand so schnell früh wach. Ella, mein Schatz, es ist 11 Uhr. Aufstehen. Yo, Mama, ich stehe auf. Ella, hier ist dein Frühstück. Lass es dir schmecken. Danke, Mama. Ist das lecker. Guten Morgen, Ella. Hast du nichts von Bobs Geschrei am frühen Morgen mitbekommen? Nee, Marlene. Von Bobs Geschrei habe ich heute früh nichts mitbekommen. Okay, du hattest es gut, Schwesterherz. Uns hat der kleine Bob heute früh um 8 wach geschrien. Ihr Armen, das tut mir leid.
Das müssen die Moiras sein. Hi, Schwesterherz und Familie, kommt, wir gehen in den Garten auf die Terrasse. Ja, Paula, wir kommen. Hi, Jens, wie geht's? Gut, und dir, Kumpel? Mir geht es bestens. Sag mal den Flughölkchenskinder Hallo. Ja, Mama, machen wir. Hallo Ella, Luna, Marlene, Holle und Lukas. Wollen wir zusammen schaukeln, klettern und rutschen? Klar, das können wir gerne machen. Kommt los! Sophia, lass dich drücken, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja, du dich auch, Paula. Tschüss, war schön mit euch. Ja, wir müssen euch dringend mal wieder bei euch besuchen kommen. Ja, oh ja, das müssen wir mal machen. Wir schreiben deswegen per WhatsApp. Genau, so machen wir es, Schwesterherz. Tschüss. Ja, tschüss, Schwesterherz und Familie. Jetzt essen wir zu Abend. Das läuft bei uns so ab wie beim Mittagessen. Also zeige ich euch nur Fotos, wie wir essen. Jetzt schauen wir, wie gestern auch schon, die Serie Doc Martin. Wir gehen jetzt zu Bett. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist Sonntag. Ich erzähle euch jetzt mal, was bei uns sonntags immer passiert und zeige euch Fotos. Jeder Sonntag beginnt bei uns mit Frühstücken, wie jeden Tag und die üblichen Sachen, die wir am Morgen machen. Nachmittags kommen bei uns immer die Großeltern zum Kaffeetrinken zu Besuch. Die Kinder haben viel Spaß mit Leni, dem Hund. Danach, wenn die Großeltern weg sind, geht bei uns die Abendroutine los. Ich nehme euch mal mit. Marlene, denk dran, morgen hole ich dich früher aus der Schule ab, weil wir einen Termin beim Kinderarzt haben. Sagst du es bitte Frau Meier und der Mina? Klar, Mama, mache ich. Was macht der Arzt denn? Der macht eine Untersuchung, um zu gucken, ob du gesund bist und gut hören und gut sehen kannst. Und du bekommst 2 Impfungen. Okay, Mama, bis auf die Impfungen finde ich das nicht schlimm. Marlene, die Impfungen schützen dich. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Okay, Mami, gute Nacht. Ja, gute Nacht, mein Schätzchen. Ich muss jetzt noch der Schwimmbegleiterin von Marlene, der Mina, schreiben, ob Marlene morgen kommt. Und ich muss ihr noch schreiben, dass ich Marlene morgen früher hole wegen dem Arzttermin. Marlene vergisst nämlich manchmal gerne, Sachen anderen Leuten zu sagen, die wichtig sind. Jens und ich gehen jetzt zu Bett. Gute Nacht. Das war ein Wochenende von uns. Da habt ihr unsere Routinen am Wochenende mal kennengelernt. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So sieht ein Wochenende bei uns aus. Danke an Familie Meurer, dass ihr das Video mitgemacht habt. Seid ihr Langschläfer oder Frühaufsteher? Ich bin Langschläfer. Am Wochenende schlafe ich fast immer bis 12 Uhr. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben!